Hallo und Grüße aus Brüssel. In dieser Woche habe ich mit meinen Kollegen aus dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie eine Strategie über eine sichere EU-Energieversorgung für die Zukunft verabschiedet. Mit der heute verabschiedeten Strategie wollen wir es schaffen, dass auch in Zukunft eine sichere Energieversorgung in der EU gewährleistet wird. Langfristig gesehen müssen wir es schaffen, unabhängiger von marktdominanten Lieferanten aus Drittstaaten zu werden, wie zum Beispiel Russland. Um sich hier auch außenpolitisch weiter zu emanzipieren, muss der europäische Energiebinnenmarkt noch konsequenter ausgebaut werden. Unser Fokus liegt dabei ganz klar auf Energieeffizienz und dem Ausbau eigener Energieträger. Meiner Meinung nach führt nur ein Zusammenspiel von innen- und außenpolitischen Maßnahmen langfristig auch zum Erfolg. Mit der heute verabschiedeten Strategie ist uns hier ein Schritt nach vorne gelungen. Für eine nachhaltige und ausgewogene Energiepolitik muss die Kommission nun endlich auch konkrete Zielmarken setzen, damit die Energieversorgung Europas auch für die kommenden Generationen sichergestellt ist. Außerdem stand in dieser Woche die lang erwartete Veröffentlichung der neuen EU-Digitalstrategie an. Leider fehlen in dieser konkreten Pläne zum Breitbandausbau in ländlichen Regionen. Das können wir so nicht akzeptieren, denn auch in Nord- und in Osthessen surfen immer noch zu viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen im Schneckentempo. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass unsere Region nicht vom digitalen Wandel ausgeschlossen wird. Beim digitalen Binnenmarkt in Europa sehen wir hingegen einige Fortschritte. Alle Unternehmen, vor allen Dingen auch kleine und mittlere Betriebe, müssen ihre Produkte problemlos europaweit online verkaufen können. Auf der anderen Seite müssen sich alle Kunden und Kundinnen beim Onlinehandel auf ihre Verbraucherrechte verlassen können. Na, und hierzu erwarte ich zeitnah von der EU-Kommission konkrete Gesetzesvorschläge, damit wir den digitalen Wandel in Europa auch wirklich nicht verpassen. Ja, und das war mein kleiner Wochenrückblick. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald. Eure Martina.